Aber House of the Rising Sun ist echt das beste Nazi-Cover in ganz Wolfenstein. Also meines Empfinden nach jedenfalls. Na klasse. Na, wenigstens kriegst du die Dinger mit zwei Schüssen weg. Erstmal ist hier Medischock. Ey, du willst mich verarschen, oder? Okay, erstmal ist hier hinten noch Stuff von der Probe. Man kann ja mal hier mal durchgucken. Vielleicht findet man noch was Interessantes. Mal, wie viele Drohnen sind denn hier Gott noch eins? Oh, erstmal Notizen. Okay. Bevor wir da hingehen, will ich hier hinten erstmal rumgucken. Vielleicht finde ich hier ja noch was Interessantes. Wie ein Medischock. Mehr scheint hier nicht zu sein. Okay. Habe ich mir gerade irgendwie ins Knie geschossen? Nee, doch nicht. Okay. Okay, ich war richtig. Howdy, Cowboy. Klaus, du Kunde. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Okay, bevor wir Anja die Probe geben. Ich muss Max sehen, ob es ihm gut geht. Ja, wir gehen erst noch ins Archiv, dann geben wir das Ding Anja. Oh, ein Roboter. Das Spielzeug hat dich gefunden. Ach, hier liegt noch mehr Spielzeug rum, oder was? Der Roboter ist aber niedlich. Geil, ich bin jetzt im Kreis gerannt, weil ich da raus wollte. Hey Soldat, Sie halten die Tür zum Archiv verschlossen, weißt du? Ich glaube, Wyatt hat den Schlüssel. Okay, dann gehen wir mal zu Wyatt. Ach, das sind die Dinger. Amerikanischer Trottel. Wyatt,
Ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, ich glaube schon. Großartig. Absolut großartig. Was haben Sie da? Erkennungsmarken. Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force. Hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen, aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr. Bester Pilot aller Zeiten. Verdammt guter Soldat. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wofür denn? Für das hier. Alles, verdammt, ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren. Alle guten Menschen waren tot. Auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten, dem verdammten Regime die Stirn bieten. Meinen Sie denn, ich war bereit für so viel Verantwortung? Ich? Meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet. Erinnern Sie sich an Private Prendergast? Der hat alles überlebt, verdammt zäh. Er starb meinetwegen. Ich habe ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Ich wusste es nicht besser. Wing Commander Fergus Reed. Er hätte einen Plan gehabt. Er hätte so viele vor dem Tod bewahrt. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Ihre Wahl war dumm, ja! Das war sie! Sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut. Ich hätte an jenem Tag sterben sollen, Captain. Und Fergus Reed hätte leben sollen. Ich bin kein Kind mehr, Captain. Ich weiß, wenn Fehler gemacht werden. Hier. Lassen Sie mich allein, hören Sie! Also irgendwo kann ich ja Wyatt verstehen, aber irgendwo dann auch wiederum nicht. Hier war doch gerade irgendwo. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Das mit den Spielzeugen ist super. Ich glaube, ich suche jetzt erstmal noch das Spielzeug von Dingens und so, ne? Vielleicht finden wir noch was. Das Spielzeug, alles was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Aber hier muss doch noch irgendwo das letzte Spielzeug sein. Hä? Nice. Bobby's Brief. Warum habe ich den das letzte Mal nicht gesehen? Hier muss ja da irgendwo sein letztes Ding sein. Sein letztes Spielzeug. Ein Würfel? Bin ich dumm? Man kann ja mal oben gucken. Ich denke zwar nicht, dass sein Spielzeugwürfel hier oben rumliegen wird, aber ein Versuch ist es wert. Messer, können wir mich gleich mal auffüllen? Aber das kann doch nicht sein. Wo soll denn sein letztes Spielzeug denn sein? Der Würfel. Der kann doch nicht weg sein. Max. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Ja, toll. Boah, ist der laut, ey. Jetzt muss ich nur noch diesen scheiß Würfel finden. Der kann doch nicht weg sein. Hier hinten haben wir den Roboter gefunden. Vielleicht doch hier hinten? Ich denke es aber, wie gesagt, fast nicht. Wow, dass ich mich jetzt auf die Suche nach Max Spielzeug begebe. Es ist super. Okay.
Ah. Ey, das kann doch nicht sein. Das erinnert mich irgendwie an meine Ich suche nach Dingen, Strategien aus dem echten Leben. Ich finde dann das Zeug auch meistens nicht. Ah, verschlossen, toll. Vielleicht da hinten irgendwie. Oh, Mäxchen. Das gibt's doch nicht. Wo soll denn der Scheißwürfel sonst sein? Oh, eine Drohne. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Drohne das ist. Beziehungsweise für was für ein Chaos die dann sorgen wird. Vielleicht mache ich erstmal kurz eine Pause und spiele halt Wolfenstein 3D quasi jetzt. Okay, ich bin zu scheiße. Kommt jetzt wahrscheinlich auch davon, dass die Steuerung halt so bedeutend anders ist. Du gehörst, wow. Max. Ich bring dich nach Hause. Wow. Das war wieder on top. Gehen wir erstmal zu Max. Na. Oh. Und was schönes, Max. Okay, wir haben ein neues Modell freigeschalten. Sprechen wir mal mit Anja. Time right behind.